So, da beginne ich mal. Herzlich willkommen zum Vortrag Access Control List, wer darf was, Joomla. Ich denke das normal an, verstehe ich. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja die Access Control List schon länger in Joomla, schon seit Joomla 2.5 bedeutet. Aber dort war es ja sehr eingeschränkt, da gab es ja nur diese festen Gruppen, diese festen Berechtigungen. Seit Joomla 3 hat sich tatsächlich was getan. Und über diese neue Funktionalität, ja, die ist jetzt nicht mehr neu, aber über diese Funktionalität möchte ich drüber sprechen. Was erwartet euch heute? Erstmal eine grundlegende Information. Was sind die Access Control Lists? Ich kürze das jetzt als Admin ACL. Was brauche ich dafür? Wie sind da Zusammenhänge? Wo, wenn ich irgendwo an Position A was drehe, was passiert in Position B? Wie das mit Hierarchien, mit Vererbung funktioniert? Und auch ein kurzer Ausblick auf Zugriffsebenen und am Schluss ein so kleines Helferlein aus der Praxis. Und wenn die Zeit noch bleibt, 1-2 Beispiele. Das erste, die Frage, was ist ACL? Weiß es vielleicht jemand? Oder was in Joomla repräsentiert die ACL? Zugriffsrechte, also Permissions und Sichtbarkeit von Content. Sind die Zugriffsebenen und Aktionen auf Objekten. Das heißt, ich habe irgendein Objekt, der einfach ist natürlich Artikel und kann damit was machen. Ich kann bearbeiten, kann neue Artikel erstellen, kann ihn löschen. Und das sind die zwei Bereiche von der Joomla Access Control List Funktion. Ist jedem klar, was der Unterschied ist zwischen Sichtbarkeit von Inhalten und Aktionen auf Objekten? Wem ist es nicht klar? Okay, Glück gehabt. Was brauche ich für ACL? Hat er Ideen? Was brauche ich oder wo muss ich hin in der Konfiguration oder in der Administration von Joomla, um Berechtigungen einzustellen? Was brauche ich dafür? Für die Gruppen. Genau. Gruppen braucht man definitiv. Hat noch jemand Ideen? Zugriffsebenen. Genau. Zugriffsebenen. Benutzer. Und Benutzer. Benutzer. Genau. Und was, eigentlich noch was Wichtiges fehlt noch. Die Berechtigung selbst. Und das Schöne an Berechtigung, das sage ich immer, standardisiert. Es gibt immer diesen Tab Permissions, jetzt auf Englisch oder Berechtigung auf Deutsch. Der ist meistens in Artikeln, der ist eigentlich in jeder Option von jeder Komponente. Ist auch in der globalen Konfiguration, wie hier als Beispiel, gibt es irgendwo immer einen Tab Permissions oder Berechtigung, wo man diese Einstellung machen kann. So, die Frage ist jetzt, wie sind die Zusammenhänge? Oder warum will ich das überhaupt machen? Meistens so, ich habe eine gut laufende Seite, vielleicht eine Vereinsseite, dann kommt plötzlich ein Mitglied, wo will aktiv werden, sagt so, ich will Artikel erstellen. Dann heißt okay, ich habe jetzt einen User und der will jetzt plötzlich Artikel erstellen. Das heißt, er braucht irgendwelche Berechtigung für diesen User, was er machen kann. Sprich, wir müssen hier irgendwie eine Verknüpfung hinbekommen zwischen den Berechtigungen und den Benutzern. Ist jemand nicht klar, was Berechtigungen sind und was für Berechtigungen es im System gibt? Anglas, sehr gut. Ich habe es trotzdem nochmal aufgelistet. Das sind diese Standardaktionen. Der User darf sich anmelden, der User darf irgendwas bearbeiten, der User ist ein Super-User. Und man kann auch sagen, manche Komponenten haben auch sogar eigene Berechtigungen, wo ich später nochmal drauf zukomme, wenn die Zeit reicht. So. Wir haben also jetzt unsere Benutzer im System, wir haben eine Berechtigung, die wir setzen wollen. Und jetzt wollen wir natürlich diese Berechtigung diesem User zuweisen. Jetzt gehen wir natürlich in die Konfiguration und sagen, okay, wir haben jetzt einen User, wie geben wir jetzt Berechtigungen? Schauen wir hier hin und plötzlich sehen wir, es gibt ja keine User. Es gibt ja nur Gruppen. Das bedeutet, diese Verknüpfung Berechtigung zu Benutzer gibt es nicht in Joomla. Wir müssen immer über Gruppen gehen. Das bedeutet, wir nehmen einen User, müssen ihn in eine Gruppe packen und können dieser Gruppe Berechtigung geben. Und das ist immer so wichtig zu wissen, wenn man so neu damit einsteigt, dann meistens, wie kann ich diesem User Berechtigung geben? Es geht halt nicht, man muss immer über diese Gruppen gehen. Bedeutet halt auch, wenn man viele Berechtigungen hat, die man kombinieren will, muss, kann, braucht man sehr viele Gruppen, die man entsprechend anlegt. Zusätzlich gibt es auch die Zugriffsebenen.
wir haben vielleicht Vorstände in unserem Verein, wo ich sage, wir haben einen Bereich für Vorstände, irgendwie einen Blog, wo Vorstände posten und nur Vorstände dürfen den sehen. Dann bedeutet es gleich wieder, ich habe einen Vorstand A, das soll ich jetzt sehen. Also theoretisch brauche ich irgendwie eine Zuweisung von Benutzer zu diesen Zugriffsebenen. Wenn man jetzt bei diesen Zugriffsebenen schaut, dann sieht man, dass man hier nur auch wieder Gruppen anlegen oder zuweisen kann. Das bedeutet auch hier wieder, es gibt keine direkte Verbindung zwischen Benutzer und Zugriffsebenen, sondern man muss immer wieder über Gruppen gehen. Und wie man es schön sieht, alles, was man einstellen kann, was man machen kann, läuft über Gruppen. Will ich irgendwas machen, brauche ich eine Gruppe und kann dann entsprechend zuweisen, Zugriffsebenen, User, Berechtigung. Soweit schon mal Fragen? Haben wir keine? Gut. Dann geht es jetzt über ACL-Hierarchien. Wie ihr vielleicht wisst oder vorhin gesehen habt, habe ich ja einen Screenshot von der globalen Konfiguration gezeigt. Das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, Berechtigungen einzustellen. Weiß jemand vielleicht, was gibt es denn für Ebenen, wo man Berechtigungen einstellen kann? Manchmal, es gibt noch eine Fertigkeit. Also einen globalen Artikeloptionen. Nee, das ist ja die Komponente. Pass mal auf, es gibt noch Kategorien. Nein. Genau. Und das ist auch gleich die Reihenfolge. Das heißt, wenn ich was in globale Konfiguration setze, wird es immer detaillierter. Das heißt, ich am Schluss dann irgendwelche Items, Artikel, Banner, Kontakte, je nachdem. So, und wie man hier schon sieht, durch die Hierarchie bedeutet es automatisch, es gibt eine Vererbung. Nochmal die Übersicht mit der Vererbung, also das ist schon hierarchisch so geordnet. Wenn man jetzt schaut, gibt es dabei immer diese Möglichkeit, die Aktion, ob er darf, ob er nicht darf, ob es vererbt wird, zu setzen. Und der Einzige, was man aufpassen muss bei globalen Konfigurationen, heißt es nicht gesetzt, weil das ist sozusagen der Startpunkt. Und bei allen anderen heißt es vererbt. Ich sage mal vorsichtig, aus Programmiersicht ist es im Prinzip das Gleiche von der Funktionalität her, nur sind es halt verschiedene Namen, damit er weiß, das ist der Startpunkt, da heißt es nicht gesetzt und ansonsten heißt es vererbt. Und die Standard-Einstellung eigentlich für so einen normalen User ist, ich habe eine Berechtigung nicht gesetzt und die vererbt sich runter auf die Komponente, auf die Kategorie und auf das Item und dadurch wird auch alles gesperrt. Das heißt, wenn ich jetzt bei Editieren nicht gesetzt habe und bei nicht irgendwie in tieferen Ebenen irgendwas setze, dann darf ich nicht editieren, egal wo ich bin. Nächster Schritt wäre natürlich, ich erlaube es in der Konfiguration, in der globalen. Das heißt, ich setze auf erlaubt, habe den Rest auf vererbt. Das bedeutet, es vererbt sich alles runter und ich darf dann plötzlich alles editieren. Das ist natürlich nicht immer gewollt. Deswegen kann man da in jedem Schritt eingreifen. Könnte zum Beispiel sagen, so verschiedene Sachen ist erlaubt bis zu einer gewissen Ebene und dann verweigere ich es und dann ist es gesperrt. Und im Endeffekt bedeutet immer die unterste Ebene, ist das, was zählt. Weil ich bin ja dann im Item drin und dann fängt es von oben an zu fragen, darf ich und irgendwann ist gesperrt und das heißt Stopp. Umgekehrt auch, die ist nicht gesetzt. Das ist ein weicher Parameter. Ich sage jetzt weicher Parameter, kommt gleich drauf, warum ich das so sage. Bedeutet, nicht gesetzt kann ich überschreiben auf einer anderen Ebene, das ist dann erlaubt. Typisches Beispiel ist die Autorengruppe. Global ist zum Beispiel das Bearbeiten oder das Erstellen nicht erlaubt. Aber für die Autorengruppe wäre es dann ab der Artikelebene oder ab der Com-Content-Ebene erlaubt und habe dann diese Vererbung. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, ich stelle mal was auf verweigert und erlaube es auf der nächsten Ebene. Und das ist zum Beispiel dieses verweigert, das ist ein Unterschied. So, nicht gesetzt, was ihr seht, eine harte Verweigerung.
Das bedeutet, ab dem Moment, wo ich etwas verweigere, muss es, ist alles verweigert, ich kann danach nicht mehr erlauben. Das ist recht wichtig. Hat es jeder verstanden? Wer hat es verstanden? Wer hat es nicht? Ja. Ich habe es verstanden, aber ist es dann, ich habe es noch nicht ausprobiert. Man kann es aber trotzdem setzen. Dann kommt Konflikt. Steht dann da. Genau. Ah, ja. Dann steht der Konflikt. Ich glaube, man kann speichern, es wird dann irgendwie repariert. Kann dann erzählen. Ja. Okay. Genau. Das bedeutet, solange ich erlaube, erlaube ist auch weich, kann ich immer verbieten. Aber in dem Moment, wo ich echt explizit verbiete, ist für diese Gruppe gesperrt. Und dann kann ich auch nicht mehr wieder erlauben. Das führt auch so ein bisschen zum, bevor man die Gruppen anlegt, muss man dran denken, wie man es macht. Also man kann es nicht anfangen, irgendwie zu erlauben, verbieten, sondern muss dann entweder alles erlauben, dann nacheinander verbieten oder alles auf nicht gesetzt und vererbt zu machen und am Schluss dann halt einzelne Sachen erlauben. Das heißt, man muss die Hierarchie schauen, dass die da richtig ist. Genau. Also idealerweise setzt man auch immer nur so wenig wie möglich und vererbt sich es runter. Und man sollte im ganzen System immer den gleichen Ablauf haben, dass man nicht sagt, ich habe hier fünf Gruppen, die von alles erlaubt und dann wird es verboten. Und ich habe dann vielleicht fünf Gruppen, wo dann vererben und dann wird es erlaubt. Also gerade immer umgekehrt. Das ist dann immer schlecht zu handeln, weil wenn man anfängt, einem oder zwei Gruppen zu geben, wird es schwer. Deswegen würde ich dann immer empfehlen, entweder erlaubt man am Anfang alles und verbietet dann immer mehr. Das ist zum Beispiel sinnvoll bei Redaktion. Man hat einen Chefredakteur, davon erben normale Redakteure, dürfen weniger, dann nochmal weniger, dann darf der Azubi vielleicht nur erstellen. Der Chefredakteur darf auch den Status publishen, nicht publishen. Umgekehrt wäre, ich habe eine Redaktion, darf durch die Vererbung recht wenig, vielleicht nur erstellen. Und je tiefer ich in die Hierarchie reingehe, desto mehr darf ich dann. Dann darf ich dann löschen und machen. Sie schauen so ungläubig. Haben Sie eine Frage? Okay. Das war die erste Art der Vererbung. Es gibt noch eine zweite Art der Vererbung. Und zwar von Gruppen. Das bedeutet, wie man sieht, hier sind die Gruppen entsprechend eingerückt und da sieht man eigentlich schon die Vererbung. Das heißt, wenn ich was für einen Manager erlaube, bedeutet es automatisch, dass der Administrator es auch erbt. Außer ich verbiete es ihm nochmal explizit, aber wenn ich das vererben mache, kann ich das durch die ganzen Hierarchien wie Autor, Editor, Publisher, dürfen zum Beispiel alle bearbeiten oder erstellen zumindest, wird es durch vererbt. Das bedeutet, ich habe zwei verschiedene Vererbungen, einmal über die globale Konfiguration, Komponente, Kategorie vielleicht, Items und habe dann über die Gruppen selber nochmal eine Vererbung runter. Das bedeutet, wenn man das zusammen kombiniert, man hat so eine Matrix. Das ist jetzt auf die Standardgruppen, die es so in Joomla gibt. Und ja, im Endeffekt ist das so der Aufbau, man gibt es an einen Punkt und wie man sieht, gehen wir zurück. Der Manager vererbt einen Administrator. Entsprechend sehe ich dann hier, der Manager vererbt einen Administrator. Deswegen gibt es dann diesen Pfeil hier. Statt diesen. Und das gleiche auch im Frontend. Wir haben den der Registrierte vererbt einen Autor, Editor, Publisher. Entsprechend haben wir diesen Pfeil, wo sich dann so rum vererbt. Und von oben nach unten haben wir dann diese Vererbung von den Komponenten, globalen Konfigurationen von den Items. Und vielleicht beim Erlauben ist es ein bisschen schwer zu sehen, aber wenn ich jetzt verbiete, sieht man sofort, ich verbiete hier für einen Editor, das vererbt sich dann auf den Publisher, der Publisher vererbt es nach unten, entsprechend vererbt sich das auch auf die Kategorie vom Editor und später auf den Artikel, wenn man entsprechend abfragt. Fragen? Schauen immer noch ungläubig. Ja. Wieso steht das? Ich bilde mir ein, wieso steht das? Da andere Bild. Wieso steht das Super-User immer zum Schluss und nicht oben? Da ja. Na, da das andere, da war was anderes. Ja, hier. Ja.
oben ist, warte mal, ist es eigentlich alphabetisch sortiert. Managen ganz unten. Ja, also die sind zum einen... Aber das ist doch höher als... Nee, unter Public hängt alles. Also Public ist die Basis, wo alles dran hängt. Die anderen Sachen sind jetzt alphabetisch sortiert. Ja, was ist das? Also, wenn da oben stehen muss, dann musst du ihn Admin nennen. Oder Admin würde reichen. Oder Admin. Es gibt ja noch so Gruppe. Okay. Man kann hier auch, wenn man hier draufklickt, die Sortierung ändern. Wenn man hier auf Gruppentitel klickt, kann man die Sortierung ändern. Dann steht es oben. Und das Tor ist noch nicht betrachtet. Genau, noch als letztes die Zugriffsebenen. Zugriffsebenen sind eigentlich recht simpel. Die existieren als, ich sag mal, als Überschrift. Also da gibt es keine Hierarchie, da gibt es gar nichts. Es gibt einfach Zugriffsebenen und die werden an irgendwelchen Gruppen zugewiesen und entsprechend stehen die dann zur Verfügung. Bedeutet, es sieht dann so aus, man erstellt echt tatsächlich nur einen Titel und kann dann diese Gruppen zuweisen und dann ist es hier ja, einfach als Liste verfügbar. Es gibt da tatsächlich keine Magie, keine Vererbung, keine Berechtigung. Die Frage ist einfach nur, ist der User in dieser Gruppe mit dieser Zugriffsebene verknüpft? Ja, nein. Wenn ja, dann darf er es sehen, wenn nein, darf er es nicht sehen. So, wie ihr vorhin gesehen habt, diese Matrix ist natürlich recht kompliziert. Gibt es in Joomla aber schon eine kleine Funktion. Muss man das Debug-System in der globalen Konfiguration aktivieren. Wichtiger Hinweis, es gibt ein Debug-Plugin, wo diese Debug, ihr kennt die vielleicht, ist diese unten diese grauen Leisten, wo dann die Systeminformationen stehen. Dieses Plugin generiert die Sachen. Würde ich empfehlen, es auf Super-User zu setzen. Wenn ihr es nur auf Public setzt, habt eine Live-Seite, dann sieht es jeder. Da auf der Seite gerade sieht man diese Debug-Informationen. Setzt man sie auf Super-User, sieht man diese Information nicht und man kann dann ein bisschen werkeln. Ab dem Moment, wo man den Debug aktiviert, erscheint ein neuer Link bei jedem User. Dieses Debug Permission Report. Wenn man da draufklickt, gibt es plötzlich eine Übersicht von allen Berechtigungen, die im System für diesen User verfügbar sind. Das heißt, ich kann, haben jetzt als Beispiel unsere vier Dinger, wir haben unser Root, das ist unsere globale Konfiguration, dann haben wir unsere Komponente com-Content, haben wir hier die Kategorie und haben hier dann den Artikel, wie man hier vielleicht sieht, wird es immer weiter eingerückt. Das heißt, hier sieht man die Vererbung, hier sieht man dann die ganzen Berechtigungen, die dieser User mit diesem Artikel, mit diesem Kontakt, mit was auch immer hat, diesem Status. Es gibt da auch dann oben drüber eine Filterung, wo man speziell nach Komponenten filtern kann. Ich denke, wenn man irgendwie 200 Artikel hat, dann ist es jetzt ein bisschen unübersichtlich, da macht es Sinn, da zu filtern. Und das Schöne ist, wenn man eine eigene Komponente schreibt und eigene Berechtigungen reinpackt mit eigenen Aktionen, hier wird es nicht angezeigt, aber wenn man dann explizit nach dieser Komponente filtert, dann werden auch die eigenen Aktionen da aufgelistet und man sieht dann, was darf man in dieser Komponente machen. Das Gleiche gibt es auch für die Gruppen. Vom Aussehen her unterscheidet sich das dann auch eigentlich gar nicht zu denen für die User. Weil ja, User haben ja keine Berechtigung, sondern die Gruppe hat tatsächlich die Berechtigung. Der einzige Unterschied ist dann von der Funktionalität her selber, ein User kann ja mehrere Gruppen haben, das heißt, da wird dann das zusammenberechnet und es gibt dann eine Gesamtsumme beim User und bei der Gruppe ist er tatsächlich nur für diese Gruppe alleine. Also wenn ich damit arbeite, habe ich, also früher, jetzt weniger, habe ich also immer zwei Tabs offen gehabt, das Teil hier und am zweiten Tab dann die Berechtigung von irgendwelchen Komponenten und habe dann angefangen zu ändern, F5 gedrückt und sehe dann die Möglichkeit, was hat sich getan. Ist nicht plötzlich beim Gast alles grün, das ist natürlich dann nicht so geschickt. No. Was ist die vorletzte Spalte, LFT? Das ist so ein interner Wert, wo die Sachen miteinander kopiert werden. Das heißt Nested-Set-Prinzip. Mhm. Kann man sich vorstellen, das ist ein Baum,
und diese Zahlen sagt, wo stehe ich im Baum. Also sprich, alles, was zwischen 0 und 117 steht, ist als Kind von diesem Root. Kommt das auf der Asset-Tabelle dann? Genau, das ist die Asset-Tabelle. Also man sieht, ein kleines Beispiel hier, die Kategorie 1 hat 20 bis 23 und der Artikel hat 21 bis 22, das heißt, er ist genau zwischen 20 und 23 drin, deswegen ist ein Kind davon. Ist aber für die Berechtigung jetzt nicht wichtig, sondern für die. Daran sieht man, ob die Asset-Tabelle kaputt ist. Genau. So, gibt es noch Fragen? Bist du stürmisch? Gerne. Würdest du Erweiterungen nutzen? Es gibt ja dieses ACL-Manager. Ich sage mal, es ist nützlich, also seitdem es diese Debug-Informationen gibt, ich persönlich, aber ich bin ja Programmierer, will ich es nicht mehr nutzen. Aber ich glaube, wenn man so das erste Mal damit arbeitet, ist es tatsächlich ein kleiner Vorteil, wenn man sowas hat. Der Unterschied ist, mit dem ACL-Manager kann man noch konkret in dieser Übersicht rechte Berechtigungen setzen. Das kann man hier in dieser Debug-Ansicht nicht. Also, kommt ein bisschen drauf an, was das macht. Ich würde es aber wahrscheinlich dann wieder danach deinstallieren, sonst muss ich dann pflegen. Wenn ich jetzt eine Komponente installiere, ja, dann haben die ja vorgegeben, welche Benutzergruppen von den Standardgruppen und welche Berechtigung haben. Nee, das können die gar nicht. Also, die können nur ein Berechtigungsset mitliefern und die Gruppen werden dann genommen, die du im System hast. Das bedeutet, du hast dann irgendwie 20 Gruppen und kannst dann an die Berechtigung, die das Komponente dir liefert, wie bearbeiten, löschen. Oder vielleicht hat er auch, Seite deinstallieren, Joomla deinstallieren, Berechtigung, die kannst du dann vergeben. Aber die Komponente. Das heißt, wenn ich eine Komponente dazu installiere, muss ich immer die Berechtigung setzen, einmal für alle. Also Super-User hat immer alles, genau, alle anderen haben nichts. Genau. Nee, haben nichts. Wenn eine Gruppe in dieser globalen Berechtigung zum Beispiel erstellen erlaubt hat, dann hat es für alle Komponenten, die es gibt, hat es dieses Erstellen erlaubt, das ist nicht automatisch. Ich möchte auch ein bisschen einschränken. Man kann bei der Installation Skripte mitliefern, die dann theoretisch dir Sachen reinfriemeln. Würde ich jetzt, ich würde so eine Komponente nicht nutzen, aber theoretisch kann sie das, weil du willst ja nicht, dass du dein fertiges Berechtigungssystem irgendwie da gepusht haben willst. So, ich werde durch. Ich möchte noch Danke an Sander Portier, weil ich habe ja den Vortrag recht kurzfristig erhalten und er hat mir glücklicherweise Folien zur Verfügung gestellt, die ich da genutzt habe. Ich habe jetzt noch ein paar Folien so mit Beispielen. Vielleicht, wenn ihr Beispiele habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was zeigen wollt, können wir gerne drüber reden. Ich habe gedacht, da es ja ein bisschen komplexeres Thema ist, vielleicht ist da Interesse dabei. Was wir machen. Gibt es einen zwischen Administrator und Superuser nur einen Unterschied? Das gilt rein theoretisch ein Administrator, die gleichen Rechte wie ein Superuser? Der Unterschied von dem Superuser ist, also es gibt ja tatsächlich in der globalen Konfiguration einen Punkt Superuser, wo man kann aktivieren. Ja. Ich bin Superuser nicht. Der Unterschied ist, wenn ich den aktiviere, werden alle Berechtigungen auf Ja gesetzt oder auf Erlaubt, automatisch für diesen User, der in dieser Gruppe ist. Man kann das simulieren, indem man dem Administrator manuell halt mit allen Komponenten überall, was es gibt, auf Ja setzt. Dann hätte man, ich lehne jetzt nicht aufs Fenster, haben wir überall die gleichen Berechtigungen. Es könnte natürlich sein, dass irgendwo noch abgefragt wird, bist du tatsächlich Superuser. Ich glaube, beim Löschen von Benutzern zum Beispiel kann man den letzten Superuser nicht löschen. Das sind dann so solche Sachen, man kann den Administrator löschen, aber den Superuser nicht. Sowas ist dann noch ein Unterschied, aber von der Berechtigung selber her, die man einstellen kann, kann man es identisch simulieren. Passwort Reset geht auch nicht. Okay. Ja. Passwort Reset. Genau, im Frontend Passwort. Ja. Wobei man vielleicht mal überlegen kann, ob man das auch als Berechtigung reinmachen könnte. Das ist ein Sicherheitsfeature, das gern genutzt wurde. Ich habe dann ein Beispiel, wir haben ein Projekt gemacht mit einem Blog, mit Redakteuren
Das ist eigentlich das Beispiel von vorhin, wo wir ein Team haben mit Backend, Developer, Redaktion. Und die Überlegung war da, wie löse ich denn das jetzt am besten? Also wir haben einen Chefredakteur, der die ganzen Artikel, die eingereicht werden, Korrektur liest, der sie vielleicht in der richtigen Kategorie schiebt, der sie dann am Schluss sagt, okay, das passt, alles gut, wir veröffentlichen das. Und es gibt ein paar Redakteure, die dann Artikel einreichen und wir haben tatsächlich auch dann so ein Frontend-Submit für normale User, die Artikel einreichen können. In eine Submit-Kategorie haben wir die, glaube ich, genannt, wo einfach dann ganz wild in den Pool alle Artikel reingereicht werden und der Redakteur sortiert die dann ein, wo sie hinkommen, liest nochmal quer, ob es passt, recherchiert, ob alles ist. Das heißt, wir haben drei Ebenen. Wir haben einmal die Redaktion generell, die darf Artikel bearbeiten, erstellen. Wir haben die Redakteure und wir haben den Chefredakteur. Und am Anfang hatte ich das umgedreht gehabt, dass ich einen Chefredakteur hatte und dann habe ich die Berechtigung immer weiter runtergezogen. Es gab dann ein bisschen Probleme mit den Zugriffsebenen, weil ich konnte dann nicht eine Zugriffsebene so zuweisen, dass gewisse Kombinationen möglich sind. Also zum Beispiel, wenn der Chefredakteur oben ist, kann ich keine Zugriffsebene dem Chefredakteur geben, der die Redakteure nicht haben, weil das erbt sich ja runter. Ich kann nicht eine Zugriffsebene Chefredakteur machen, dem Chefredakteur geben, wenn der als oberstes Ding ist und dann den anderen wieder nehmen. Deswegen muss ich es so umdrehen. Ja. Aber hast du nicht gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Redaktion keine Berechtigung hat, vererbt sich das doch auch runter? Es gibt genau, aber ich meine Zugriffsebene nicht Berechtigung. Also diese, was darf ich sehen? Ah. Na klar, also ich habe eine Zugriffsebene angelegt, Chefredakteur, gib sie dem Chefredakteur. Und das erbt sich dann natürlich runter, wenn dann die Redaktion drunter stehen würde. Mhm. Und andersrum kann ich es jetzt machen, ich kann dann Zugriffsebene Chefredakteur jetzt hier geben, dem geben und dann hat es tatsächlich nur er und die andere nicht. Deswegen ist dann in dem Fall dieser Weg gewählt worden. Wir haben das dann folgendermaßen aufgebaut. Wir haben definiert, was darf jeder, der irgendwie in der Redaktion tätig ist, was darf er denn tun. Er darf die Administration von darf die Administration von Artikel betreten. Das muss er ja erstmal, dass er überhaupt bearbeiten kann. Darf sie generell erstellen und eigene Artikel bearbeiten. Das bedeutet, so ein normales Redaktionsmitglied darf jetzt nicht irgendwie vom Chefredakteur irgendwelche Artikel abändern oder von irgendwelchen fremden Leuten, sondern nur seine eigenen. Wenn die Person befördert wurde zum Redakteur, dann darf er noch generell alle Artikel bearbeiten. Das heißt, da sind dann meistens irgendwelche Korrekturleser, die wir dann sortieren, damit es machen darf. Und wenn man dann Chefredakteur wird, darf man auch den Status bearbeiten, darf löschen. Wie man hier sieht, ist bei Create, wird es vererbt und trotzdem ist es erlaubt durch diese Hierarchie, dass ich das zurückmache. Dass ich es hier einmal hier einmal das Create erlaubt, aber im nächsten Schritt wird es nur noch vererbt und habe es trotzdem erlaubt. Dazu irgendwelche Fragen, oder? Ich habe jetzt noch ein bisschen, ich habe vorhin erwähnt, mit fremden Komponenten, das sind irgendwelche Programmierer, die fremde oder eigene Komponenten schreiben. Ganz kurz, es gibt in jeder Komponente diese Access-XML. Und die ist dafür zuständig, zu definieren, was für Berechtigungen will ich in dieser Komponente setzen. Das bedeutet im Umkehrschluss, theoretisch kann man also diese Berechtigung erstellen, löschen, bearbeiten, sind nicht in Stein gemeißelt. Die kann ich rauswerfen in meine eigene Komponente, kann sie nutzen, wenn ich will, kann eigene definieren. Das heißt, ich bin da nicht dran gebunden, das sind nur Vorschläge, die hat Joomla für sich als Standard genutzt hat und ich entscheide dann selber, ob ich sie brauche oder nicht brauche. Brauche ich sie, dann liste ich sie einfach hier ganz normal auf. Das ist dann dieses Core-Admin, bedeutet, ich bin Administrator, darf das nutzen und kann dann aber direkt hier eigene Aktionen definieren, Category Manage, das ist dann, völlig unabhängig vom System, diese Aktion wird es nur in meiner Komponente geben, sonst nirgends.
Aber trotzdem, wenn ich das Ganze mal in der Konfiguration aufrufe, generiert mir das Joomla automatisch der Kategorien verwalten, weil ich das in meiner XML definiert habe. Weitere Fragen, Ideen, Vorschläge? Ja. Frage habe ich, wie kann ich eigene Kategorien machen, die nur gewisse Benutzergruppen können, zum Beispiel, oder editieren und so weiter. Weil ich habe das Problem, ne, ja. Das Hintergrund, wir haben eine mehrsprachige Seite, 5 Sprachen, und dann möchte ich zum Beispiel den Simple Chinese Leuten, also den Chinesen, nur ihre eigene Sprache Seiten editieren lassen, zum Beispiel. Mhm. Es ist aktuell noch ein bisschen eine Schwäche in Joomla, also man kann zum Beispiel auch nicht sagen, man darf in Artikel rein, man darf aber nicht in die Kategorien rein. Es ist möglich, in den Artikeln globalen Konfigurationen zu sagen, editieren auf vererbt. Und dann kann man explizit in jeder Kategorie erstellen, darf ich dann editieren oder nicht. Und das erbt sich dann durch. Das bedeutet, ich bekomme dann tatsächlich nur die Editierfunktion für Artikel, die dann in Kategorien drin sind, die ich editieren darf. Aber das kann man nicht irgendwie global setzen, sondern das muss man tatsächlich für jede Kategorie einzeln setzen. Vor der Herausforderung stand ich auch. Ich habe dann so einen Mischmasch gebaut aus einem eigenen Kategoriesystem. Ja, ich mache es jetzt so, dass ich einfach einen User habe für den Chinesen, der genau. Dann die Berechtigung halt in eine Gruppe reingibt, wo das kann. Wobei man dann in dem Fall ja kann alle User in diese Gruppe reinwerfen, die das hat. Man kann ja Gruppen mehrfach. Gruppen. Die Gruppe hat halt dann diese Berechtigung. Genau. Also mit einer eigenen Komponente wäre das einfacher, weil da kann man dann diese Vererbung, kann man selber definieren, wie sich das zusammenhängt. Da wäre es dann weniger ein Problem, aber bei Content ist es noch nicht so implementiert, wie es wünschenswert wäre. Mhm. Durch. Die Folien werde ich wahrscheinlich heute Abend den Link bereitstellen. Lade mich nicht drauf fest, vielleicht auch erst morgen früh. Vielen Dank.